We call it a Klassiker. Seit 1948 gibt es das Südwestderby Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Und das sind die Bilder aus dem Jahr 1955. Der erste FCK mit den Weltmeistern um Fritz und Ottmar Walter zu Gast in Saarbrücken. Schon damals ein echter Publikumsmagnet. Der letzte Sieg der Blau-Schwarzen ist schon 29 Jahre her. Damals tatsächlich noch in der ersten Fußball-Bundesliga. Davon sind beide Clubs meilenweit entfernt, was den Derby-Charakter aber überhaupt nicht schmälert. Georg Gitzinger. Der Park mit exakt 15.544 Zuschauern voll besetzt und friedlich geht es auch. Vor der Partie dank der hohen Polizeipräsenz alles ruhig und die Fans beider Seiten mit schönen Kurios. Und dann das. Pyros ohne Ende und das wird nach dem BGH-Urteil in dieser Woche ganz klar hohe Geldstrafen gegen beide Vereine geben. Manche lernen es wohl nur so oder aber nie. Beide Trainer haben ausgegeben, Ruhe bewahren. Uwe Koschenat, FCS, sein Team soll brennen und dennoch kühlen Kopf bewahren. Marco Antwerpen gegenüber sagt im Vorfeld im Grunde das Gleiche. Der FCS mit Lukas Böder, der FCK wieder mit Hendrik Zuck. Die erste Chance haben die Gäste, aber keine Mühe für Daniel Batz im FCS-Tor. Dann der nächste Aufreger, 10. Minute. Nick Galle, FCS-Abwehrspieler im Strafraum gegen Philipp Herrscher. Elfmeter oder nicht? Der Schiedsrichter Florian Bartstübner sagt nein. Die Zeitlupen aber zeigen einen klaren Kontakt. Und da hat der FCS Glück, wenn der Schiri hier auf den Punkt zeigt, kann sich auch niemand beschweren. Das war es dann für lange Zeit. Beide Teams neutralisieren sich. Erste Torannäherung für die Gastgeber, dieser Freistoß. Matteo Raab im Tor des FCK nicht vor Probleme gestellt. 30 Minuten gespielt. Dann folgt der Auftritt des Saarländers im FCK-Trikot. Hendrik Zuck hat die erste große Chance des Spiels. Der Mann aus Großrasseln mit der Möglichkeit zum 1:0. Die Flanke kam von Philipp Herrscher. Da fehlt nicht viel. Und die Gäste bleiben dran. Zwei Minuten später nach diesem Freistoß. Boris Tomiak, das 0:1. Tomiak am gedankenschnellsten. Es ist sein dritter Saisontreffer. Den Pfostenabpraller per Kopf zur verdienten Führung zu diesem Zeitpunkt für die Gäste verwandelt. In der Schlussviertelstunde der ersten Hälfte passiert dann wieder gar nichts. Halbzeitstand 0:1 aus Sicht des FCS. Die beiden Fanlager nicht unzufrieden, noch bleibt ja eine Halbzeit, um das Ergebnis einzuordnen. Die Stimme des FCS-Sportdirektors. Sieht so aus, als würden die Nerven nicht ganz mitspielen, so wenn man das Spiel jetzt sieht. Ich meine, sie haben es schon gezeigt, dass es anders geht. Ja, aber heute ist es halt zu wenig. Ich hoffe jetzt in der zweiten Halbzeit, dass sie den Schalter umlegen und dann einfach nochmal einfach den Mut haben. Ja, ich meine, Fehler kann jeder machen, nur man muss den Mut haben, einfach sich zu zeigen. Und das müssen wir jetzt in der zweiten Halbzeit machen. Zweite Hälfte, erste Chance erneut für den ersten FC Kaiserslautern. Man hat in vielen Situationen so wie hier den Eindruck, die Pfälzer sind fast immer einen Schritt schneller und einfach wacher, auch wenn Daniel Batz hier nicht viel Mühe hat, diese Situation zu entschärfen. Klare Angelegenheit für den FCS-Torhüter. Dann kommen einmal die Gastgeber, symptomatisch für das Spiel bis hierhin, eher zufällig. Aber auch hier am Ende null Problem für Matteo Raab im FCK-Tor. FCS-Trainer Uwe Koschinat am Rand sieht diese Situation und ist eher fassungslos. Es ist einfach zu wenig. Und die nächste Chance für Kaiserslautern, sie folgt auf dem Fuß. 55. Minute, Daniel Hanslik alleine vor Daniel Batz, knapp vorbei. Daniel Batz verkürzt den Winkel geschickt. Und trotzdem darf Hanslik das Tor schon treffen. Ungeschnitten diese Spielsituation.
Wir bleiben bei der anschließenden Ecke. Der FCK bekanntermaßen ja bei Standardsituationen nicht ungefährlich. Und das zeigen die Pfälze auch hier. Und wieder Chaos im FCS-Strafraum. Allerdings ohne Bestrafung. Der erste Wechsel wird vorbereitet, gut eine Stunde gespielt. Zuvor gibt es aber noch einmal Eckball für den FCS. Und wieder wenigstens eine Torannäherung. Die Bilder sprechen für sich. Es folgen die ersten Wechsel auf beiden Seiten. Tobi Jänicke kommt für Dave Gnase. Kein glücklicher Auftritt von Gnase heute. Jänicke soll einfach mehr Druck nach vorne entwickeln. Marco Antwerpen bringt Kenny Prinz Redondo und der FCS noch Müller und Günther Schmidt. Ein von Taktik geprägtes Spiel lebt von der Spannung und von der tollen Atmosphäre im Ludwigspark. Fußballerisch eher Magerkost. Hier kommt Kenny Prinz Redondo. Wir schreiben die 68. Minute. Und unmittelbar nach all diesen Einwechslungen der nächste Angriff der Roten Teufel über die rechte Seite. Das ist Kenny Prinz Redondo. Auf und davon. Und den zweiten macht er einfach rein. Das 0:2. Exakt 97 Sekunden ist er erst auf dem Platz. Kenny Prinz Redondo mit dem Wirkungstreffer. Überschäumender Jubel bei den Gästen und den rund 2000 mitgereisten Fans. Und das nutzt er natürlich eiskalt. Ist das die Entscheidung? Noch ist ein bisschen Zeit auf der Uhr. Ein Joker-Tor im wahrsten Sinne des Wortes. Die 77. Minute. Der FCS jetzt mit dem Mut der Verzweiflung. Die erste wirklich große Reaktion der Gastgeber, Julian Günther Schmidt. Grimaldi, Matteo Raab. Und dann ist die Situation vorüber. Zweimal sensationell pariert von Matteo Raab im Tor des FCK. Hier kann es jetzt schon 1:2 stehen. Und dann wären ja noch immerhin 15 Minuten zu spielen. Eine Minute später, gleich die nächste FCS-Chance. Diesmal Adriano Grimaldi. Die Gastgeber sind aufgewacht. Endlich aufgewacht. Und dann dieser Freistoß in der 82. Minute. Manuel Zeitz, der Kapitän, fliegt am Ball vorbei. Chancen im Minutentakt jetzt, urplötzlich, für Blau-Schwarz. Ein vogelwildes Fußballspiel. Nächste Freistoßsituation. Und wieder Adriano Grimaldi. Und der Ball will einfach nicht ins Tor des FCK. Sechs Minuten plus Nachspielzeit zu diesem Zeitpunkt noch auf der Uhr. 85. Minute, die nächste Chance.
Sebastian Jakob. Was ist das denn? 0:2 zurück und urplötzlich der FCS nach einem Spiel, das bis zu diesem 0:2 völlig vom FCK kontrolliert wurde, mit 4, 5 richtig guten Torchancen. Die 90. Minute. Und noch einmal Sebastian Jakob. Und der in der Schlussphase beste Gästespieler, Matteo, hat im Tor pariert. Dann ist Schluss nach 5 Minuten Nachspielzeit. Endstand 0:2. Trotz der späten Chancen für den FCS nach der Leistung über die gesamte Spielzeit ist dieses Ergebnis auch gerecht. Jubel auf der einen Seite. Enttäuschung und teilweise bitterböse Reaktionen bei den FCS-Fans. Die Stimmen zum Spiel. Ja, Emotionen gehören natürlich immer dazu. Klar war es dann ein Stück weit drüber am Ende, aber mein Gott, die Leute warten so lange drauf, dann ist das Stadion immer wieder voll und dann sehen die uns da unten so rumhampeln. Also, ja, ich kann es verstehen. Klar war es ein Tick drüber, aber was soll ich jetzt jemand verurteilen für Emotionen? Man muss ehrlich sagen, dass wir in der ersten Halbzeit zu keiner Phase in der Lage waren, Entlastung zu schaffen und selbst torgefährlich zu werden. Komischerweise nach dem 0:2 sind dann so ein paar Wellen aufs Tor gerollt und wir hatten wirklich mehrfach die Möglichkeit, den Anschlusstreffer zu erzielen. Aber es ist natürlich trotzdem in ganz, ganz hohem Maße unbefriedigend, dass du eigentlich erst eine Chance hast, hier erfolgreich zu sein, als das Spiel schon zu war. Am Ende muss ich ganz klar sagen, dass wir als ganze Gruppe, und da zähle ich mich logischerweise immer zuallererst mit dazu, dass wir es einfach nicht geschafft haben, uns dermaßen frei zu machen in diesem Spiel, dass wir einfach unsere Qualitäten auf den Platz bringen. Und muss ja ehrlich sagen, wir haben mit Sicherheit nicht in jedem Heimspiel über 90 Minuten überzeugt, aber nie eine dermaßen Wehrlosigkeit auf den Platz gebracht. Und der muss ich dringend auf den Grund gehen, denn das ist eine Grundtugend, ohne die du Fußballspiele nicht bestreiten kannst und erst recht nicht ein solches gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ich glaube auch, dass wir über weite Teile der Partie, glaube ich, die bessere Mannschaft gewesen sind. Und zum Schluss wird ein Spiel wild mit vielen langen Bällen. Das kriegst du nicht immer so viel verteidigt. Dann bringst du neue Spieler, die kommen nicht sofort rein in die Partie. Und dann wird es ein bisschen unruhig. Aber wie gesagt, da haben wir einen guten Torwart hinten im Tor stehen. Der hat sich dann auch nochmal ausgezeichnet. So habe ich es noch nicht erlebt. Also ist schon Wahnsinn. Kleiner Hexenkessel von beiden Seiten. Saarbrücker-Fans, Kaiserslautern-Fans. Ja, Wahnsinnsstimmung, einfach ein geiler Tag. 78 Minuten lang kontrolliert der 1. FC Kaiserslautern diese Partie und gewinnt deshalb verdient. Und die mitgereisten Fans, sie können ihr Glück kaum fassen. Nach dem Spiel kommt aber wie immer bei solchen Derbys dann der Moment der Sicherheitskräfte. Wahre Fußballfans wünschen sich wohl, dass nach einem solchen sportlich hitzigen Derby die Einsatzkräfte alles friedlich unter Kontrolle halten können. Und damit weiter zu Florian Ecke. Ja, keine Derby-Punkte für den FC Saarbrücken. Dafür, Sie haben es gesehen, jede Menge hochkochende Emotionen und das auf beiden Seiten. Wir schauen jetzt noch mal rüber zu Thomas Bramel in den Ludwigspark. Thomas, wie ist denn aktuell die Lage? Ist es alles friedlich geblieben heute? Zumindest hier und jetzt ist es friedlich geworden. Stefan Lassutter ist bei mir, der Pressesprecher der Polizei. Derby für Sie, eine Riesenherausforderung. Wie ist es heute? Auch für uns war das kein Spiel wie jedes andere. Das Südwestderby ist eine große Voraussetzung, Sie sagen es. Wir hatten deswegen ein umfangreiches Maßnahmenkonzept erarbeitet, auch ein Verkehrskonzept erstellt, das wir letztlich gut umsetzen konnten. Und so haben wir größere Ausschreitungen oder Auseinandersetzungen zwischen den Fangruppieren verhindern können und zum anderen dafür sorgen können, dass auch der Straßenverkehr relativ gut noch verlaufen ist, sodass vor allen Dingen die Veranstaltung in der Saarlandhalle, die Badminton-Veranstaltung, problemlos über die Bühne gehen konnte. Wann beginnt für Sie die heiße Phase? War das gestern Abend schon letztendlich, wo es wohl zu ersten Gruppierungen und Aufeinandertreffen kam? Genau, bereits gestern Abend hat uns eine größere Gruppe beschäftigt, etwa 100 Personen, zu der auch Problemfans des FC Saarbrücken gehörten, hat uns beschäftigt im Bereich Mainzer Straße und St. Johanna Markt.
Wir waren darauf vorbereitet, weil wir auch angenommen hatten, dass möglicherweise Fans aus Kaiserslautern bereits am Vorabend anreisen, sodass wir sehr schnell viele Kräfte vor Ort hatten, konnten die Gruppierung auflösen. Die hat sich dann zerstreut, nachdem bei verschiedenen Personen die Identitäten festgestellt wurden und auch Platzverweise erteilt worden. Kam es zu Konfrontationen vor dem Spiel, direkten Konfrontationen und auch während oder nach dem Spiel? Also es gab heute Morgen einzelne Gruppen FC-Fans, die bereits im Stadtgebiet unterwegs waren. Die hatten die Einsatzkräfte immer wieder provoziert. Letztlich kam es aber dazu keine Auseinandersetzung. Uns war klar, die möchten zum Hauptbahnhof, wo dann gegen 11.30 Uhr die FCK-Fans erwartet wurden. So war es dann auch und wir hatten dort sehr viele Kräfte zusammengezogen, um eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen zu verhindern. Das ist uns auch gelungen. Ging ohne Verletzte, ohne alles an? Ja, wir haben tatsächlich ein paar verletzte Einsatzkräfte durch Flaschenwürfe. Das ereignete sich im Ludwigskreisel, als der Tross der FCK-Fans begleitet wurde. Dort kam es zu einer Konfrontation mit FC-Fans, die dort gewartet hatten. Da sind Flaschen geflogen, einige Kollegen und Kolleginnen sind auch verletzt worden. Wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, was für ein Aufwand für ein Fußballspiel. Wie viele Menschen waren da jetzt im Einsatz? Wir hatten insgesamt 800 Einsatzkräfte, mehrere Hundertschaften aus den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern zur Unterstützung hier. Darauf war auch unser Konzept aufgebaut, auf eine große Kräfteanzahl. Und letztlich ist es uns auch so gelungen, die erwarteten oder befürchteten größeren Ausschreitungen zu vermeiden. Ja. Womit belohnen Sie sich heute Abend nach dem Derby, dass es doch relativ glimpflich jetzt über die Bühne ging? Na, die Belohnung ist für uns, dass es so glimpflich geblieben ist. Wir sind froh, dass es auf unserer Seite nur sehr wenige Verletzte gegeben hat, bei den Fans offensichtlich auch. Es gab auch hier im Stadion noch einige kleinere Körperverletzungsdelikte. Auch da ist es nach unserer Einschätzung recht glimpflich verlaufen. Ich bedanke mich. Das ist uns lohn. Dankeschön. Und zurück zu dir, Florian. Hoffentlich wieder mit Fußball und mehr. Ja, danke, Thomas. Und gute Heimreise noch hier aus dem Ludwigspark. Und das sind die Ergebnisse des 15. Spieltags. Gestern bereits Türkgücü gegen Viktoria Köln 1:2. Freiburg gewinnt mit 2:1 gegen Waldhof Mannheim. Der VfL Osnabrück mit 3:1 gegen die Münchner Löwen. Duisburg schlägt Viktoria Berlin mit 1:0. Havelse gewinnt mit 2:1 gegen Halle. Der 1. FC Saarbrücken mit der Derby-Pleite gegen Kaiserslautern. Und Dortmund verliert mit 0:1 gegen Zwickau. Und dann schauen wir natürlich noch auf die Tabelle drauf und sehen ganz oben weiterhin Magdeburg, gefolgt von Osnabrück, Meppen und Braunschweig. Lautern jetzt auf Platz 6 und der 1. FC Saarbrücken rutscht nach unten auf Platz 9. Und dann gucken wir auch noch unten rein Richtung Abstiegszone. Türkgücü München auf Platz 14, dahinter die Münchner Löwen. Zwickau, alle noch über dem Strich und drunter dann Verl, Duisburg, die Würzburger Kickers und der TSV Havelse.